Hallo und herzlich willkommen. Nur ein kleines, klitzekleines Videochen. Das wird auch wahrscheinlich nur 3 oder 4 Minuten eurer Zeit missbrauchen. Es gibt ein paar Updates zu der Intellivision-Sammlung. Ich habe was Neues. Das ist einmal Lock and Chase. Jetzt habe ich das auch mal von hinten. Ihr seht schon, ein Pac-Man-Klon. Nightstalker, was einige Leute nennen als das erste Blutspiel der Videospielgeschichte. Meine Fresse, ist das gewalttätig. Ja, wenn man wahrscheinlich viel Fantasie hat und Angst vor Pong hat. Nightstalker, was ihr hier schon seht, ist ein Labyrinth-Game und ihr könnt die Gegner zerschießen. Das ist richtig, die platzen und ich glaube, das Rote soll auch Blut darstellen. Ich meine, gut, wir in Deutschland kennen kein rotes Blut. Das wird dann wahrscheinlich auch meistens dann bei uns editiert. Ist okay, ich fand den Titel jetzt nicht so sensationell gut, aber herrgott, ich habe ihn jetzt und wer will, kann dem Game mal eine Chance geben. Lock and Chase hingegen ist ein sehr guter Pac-Man-Klon. Ich finde den sogar wirklich spielbar. Der erinnert mich so ein bisschen stark an Mousetrap. Die gehen so alle in die Richtung. Wer mit sowas anfangen kann, zockt's. Macht nichts falsch. Tennis. Ja, nettes Tennis-Game für ein Television. Wer mit Tennis was anfangen kann, wird auch hiermit was anfangen können. Ist ganz okay, kann man mitleben. NFL Football. Ja, auch das ist okay. Das ist ein nettes Football-Game. Auch nichts Sensationelles, aber wie schon gesagt, wir haben schon in unserem Leben sicherlich was Schlechteres gespielt als das. NHL Hockey. Ja, das ist ein bisschen so die faule Gurke in der Sportskollektion, das ist nicht ganz so toll umgesetzt, aber gut, wer sich ein bisschen quälen kann, der kann das auch spielen. Gut, Sie seht ja schon, das ist das NHL-Logo, hier ist das NFL-Logo. Also das sind tatsächlich Lizenzspiele von damals, mein Gott. Frogbog, vielleicht dem einen anderen bekannt als Frog and Flies. Von das den Atari-Fans, ich glaube auf dem C64 gab es auch eine Version, die hieß glaube ich auch so ähnlich. Ja, sind zwei Frösche da. Mit langen Zungen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Mit langen Zungen. Und es geht darum, wer am schnellsten die Fliegen frisst. Ja, Kapitalismus der 80er Jahre sozusagen. Ja, ist ganz nett. Kann man mit leben. Die Version hier auf der Television ist ganz okay. Nicht unbedingt die beste, aber ich finde die ganz okay. Ich weiß, es gibt Leute, die finden es auf Atari besser. Ich finde die Intellivision-Version besser. Aber das ist wie schon mal Geschmackssache. Tron! Ja, da schreien sie alle. Ein Disney-Spiel, ja. Meistens sind die Lizenzspiele ja Gurke. Hier haben wir ein Logik-Game. Toll finde ich es nicht. Also wer ganz irren Geschmack hat und diesem Titel mal eine Chance geben will, kann das gern tun. Ich fand den jetzt nicht so rasant gut, weil die Logik ging mir anscheinend weg. Vielleicht weiß ich auch nicht, was die vielleicht für Substanzen genommen haben, als das Programm gemacht haben. Es war mit Sicherheit nicht legal. Gut, wer ein ganz harter Tron-Fan ist, wird das haben, wollen, müssen, können. Ich würde eher sagen, macht einen Bogen drum. Was ganz gut ist, ist Frogger für den Intellivision. Gut, ich meine, es gibt keine Frogger-Version, die wirklich schlecht ist. Deswegen gebt diesem Titel auch mal eine Chance. Ich finde das ganz gut. Kann man also auch hier zocken. Ist, glaube ich, nicht ganz so einfach zu bekommen. Weil das sind so die Parker-Games, die gibt es ja nicht so viele. Ihr kennt das ja vielleicht auch vom Videopack oder von anderen Sachen. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber jetzt kommt's. Und jetzt kommt hier der Sammler, Hardcore-Profi. Ihr seht, das Frogger-Modul ist viel länger. Tja, liebe Freunde, jetzt mal hier die Frage an euch, ihr Hardcore-Sammler. Warum ist das denn so? Ist das bei allen Parker-Modulen so? Könnt ihr mir ja in den Kommentaren schreiben. Also ich fand's sehr ungewöhnlich. Es macht mir auch meine ganze Sammlung kaputt, liebe Freunde da draußen. Aber ist ganz lustig, ihr kennt das ja vom Atari, da gibt es ja auch x-tausend verschiedene Module. Ja, das waren die neuen Sachen für ein Intellivision. Wir sehen uns dann gleich nochmal wieder mit den neuen Sachen fürs Atari. Bis gleich.